Herzlich willkommen bei Stefans Bilderwelt. Letztes Mal haben wir uns ja ein bisschen die Stative angeschaut, die verschiedenen, die es da so gibt. Und ja, ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch ein paar Tricks zeige, wie man mit den Stativen so umgehen kann oder was man damit so alles anstellen kann. Es gibt da schon ein paar Videos zu auf YouTube. Ich habe jetzt mal einfach mal ein bisschen alles zusammengepackt, was ich so gefunden habe oder was ich für gut befunden habe. Und ja, schaut es euch an und ich hoffe, es gefällt euch. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, das Ganze abonnieren und natürlich mit euren Freunden teilen. Vielen Dank und tschüss. Okay, als erstes zeige ich euch, was man mit so Möbelgleitern anstellen kann. Die steckt man einfach auf die Stativfüße drauf, schaut, dass die groß genug sind. Das habe ich hier mit verschiedenen Untergründen ausprobiert. Ihr seht schon, auf so einer Sportmatte, wenn man vorwärts schiebt, dann ruckelt es, aber rückwärts funktioniert es einwandfrei und man kriegt da einen schönen gleitenden Effekt hin. Schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Ja, also ihr seht schon, den Fokus, wenn ihr mit der Spiegelreflex filmt, vorher einstellen und langsam zurückziehen. Jetzt habe ich mal den Untergrund gewechselt. Das ist jetzt so ein Teppich von Ikea. Ist relativ feinmaschig, also recht glatt. Fühlt sich ein bisschen an wie Kunststoff. Und da gleiten natürlich diese Möbelgleiter perfekt drauf. Und jetzt machen wir einfach diesen seitlichen Zug. Funktioniert einwandfrei und da funktioniert sogar auch leicht in die andere Richtung. Schauen wir uns auch das mal an. Ja, das Ganze einfach ein bisschen üben. Mal schauen, wie ihr das möglichst ruckelfrei hinbekommt. Einfach diese gleichmäßige Bewegung. Das nächste ist einfach ein Kippen des ganzen Stativs. Wichtig dabei ist natürlich, die Möbelgleiter wegnehmen, damit uns das Stativ nicht wegrutscht. Und dann einfach auch hier in einer gleichmäßigen Bewegung die Kamera abkippen. In dem Fall ebenfalls den Fokus einfach vorher daraufhin einstellen, wo ihr ihn haben wollt. Und dann kann ich eben rauszoomen oder reinzoomen und habe damit einen schönen gleichmäßigen Effekt. Okay, als nächstes gibt es den berühmten Trick mit dem Gummiband. Ja, hier einfach zwei Gummibänder nehmen und das verhindert dieses rucklige Anfahren, wenn ihr am Stativarm zieht. Natürlich funktioniert das hier mit so einem flüssigkeitsgelagerten Stativ perfekt. Und da seht ihr schon, ja, man kann es schön gleichmäßig ziehen. Natürlich in beide Richtungen, auch hier entsprechend dran üben, dass es eben schön ruckelfrei funktioniert. Okay, einen haben wir hier noch und zwar haben wir ja in dem Fall bei dem Bilora das flüssigkeitsgelagerte Stativ. Und wenn ich das überdrehen tue, dann fährt es im Prinzip in seine Ausgangslage zurück. Das Schöne daran, das ist eine wahnsinnig gleichmäßige Bewegung, die etwas schneller startet und dann langsam abklingt und schließlich natürlich in dem Standbild endet, was wir jetzt hier schön sehen. Also geht schnell los, wird gleichmäßig langsam. Und wenn ich das Stativ entsprechend in der Höhe justiere, dann kann ich auch relativ gut festlegen, wo dieser Endpunkt sein soll. Und in dem Fall hier natürlich in der Totalen. Okay, dann haben wir hier das Kuhlmann-Stativ mit dem Mittelarm. Der Mittelarm ist recht gut drin und sitzt recht fest und dadurch kann ich eben so ein Absenken simulieren. Also einfach die Schraube lösen, bis sie fast ganz offen ist und dann mit der Hand das Gegengewicht erzeugen. Damit habe ich auch einen netten kleinen Effekt. So, jetzt habe ich das Ganze umgebaut. Ich habe die Kamera nach oben gekippt und habe sie mit dem Mittelarm austariert. Und jetzt funktioniert das Ganze als ein Dolly Stabilizer. Also kann ich hier wirklich das Ganze ausjustieren. Das ist vielleicht nicht ganz so perfekt, aber eine günstige und wie ich finde doch recht effektive Lösung. Ja, dann viel Spaß beim Ausprobieren. Und tschüss.